Hallo und herzlich willkommen zu den kurzen Jorvik News. Den Jor News. News aus Jorvik. Auf Instagram wird nochmal gezeigt, dass James bald auch mal ein neues Aussehen bekommt. Er bekommt ein Remake und Leute, das. Also, ich kann James auf jeden Fall auch erkennen, aber es ist im Vergleich dazu echt nichts. Ich kann euch mal generell einmal das Bild zeigen, was ich meine. Guckt euch mal hier den James an und hier den neuen. Also. Ich muss sagen, ich werde den alten James eben vermissen, weil ich den auch von den früheren Spielen halt so kenne. Aber ich mag den neuen James auch irgendwie. Also, ich habe das Gefühl, geht wieder die Kette von, oh, sexy durch. Genau wie bei Idris. Aber nein, sexy finde ich ihn jetzt nicht unbedingt. Ich finde ihn halt gut dargestellt. Auch wenn der hier noch ein bisschen so gerissener und geiziger und schlauer rüberkommt als... Ja, doch, so leicht nerdig kommt der auch rüber. Also es geht eigentlich. Ich finde, das haben die eigentlich ganz gut hinbekommen. Und dass die nicht eins zu eins die Klamotten übernehmen und die Frisur ist auch irgendwo logisch, weil man kann ja immer noch sagen, der Charakter hat sich die all die Jahre auch ein bisschen verändert oder ist erwachsener geworden, weil er ist ja, war er 14? Oder war er 15? Brauche ich jetzt irgendeinen 18 Laber. 15. Er hat kein Bild. Ja. Also wieso nicht, oder? Findet ihr nicht auch? Auf jeden Fall echt gut gelungen, muss ich sagen. Des Weiteren werde ich das einfach mal hier einblenden für euch. Für die Leute, die jetzt gar nicht gespoilert werden. Also ich habe gesagt, dass ich immer in meinen Jorvik News Sachen reinnehme, die... vom Spiel selber kommt, von Star Sable, oder die man hier im Spiel sieht. Also die Star Sable nicht ankündigt, sondern hier im Spiel aus Versehen zu sehen sind, dann zeige ich das in den Jorvik News. Oder wenn Star Sable selber was postet. Und eine Game Masterin hat vor eins der neuen Pferde gepostet. Das Bild wird sie aber auch bald wieder löschen, deswegen, ich habe einmal ausgeschnitten, also sozusagen abfotografiert. Vielleicht kann es euch, auch hier nochmal hier zeigen. Game Masterin Lillian. Er hat aber selber geschrieben, dass sie das Bild bald löschen wird. Also es sieht mir nach so einem braunen Bugskin aus mit so kleinen Herzchen drauf. Und ich finde die Farbe auf jeden Fall gar nicht schlecht. Ich glaube, die haben wir auch nicht im Spiel. Das muss also eins der neuen Farben sein. Ja. Also, von diesen, es gibt auch schon Bilder von den ganzen, von allen Pferden. Aber die werde ich jetzt so gesehen nicht zeigen, weil das dann ein fetter Spoiler für andere ist. Und wenn die es unbedingt sehen wollen, dann kann man auch auf Instagram nachgucken. Oder meint ihr nicht auch? Wieso ist das eine komische Störung jetzt? Hallo? PC? Hallo? Okay. Okay. Interessant. Na gut, da sind wir wieder. Merkwürdig. Was haltet ihr von der neuen Farbe und was haltet ihr von dem neuen James? Schreibt es mir doch in die Kommentare, was ihr dazu haltet oder ob es euch gefällt. Oder ob ihr den alten James trotzdem lieber mögt oder vielleicht doch nicht. Hm? Aber bitte gehört nicht zu denen, die den jetzt sexy finden. Er ist 15, Leute. Okay, die meisten von euch sind bestimmt unter 16, aber trotzdem. Ich glaube, die meisten sind von euch unter 16. Okay, dann dürft ihr ihn doch sexy finden. Ich darf ihn nicht sexy finden, weil sonst, keine Ahnung. Ist jetzt Tessas Boy. Hust. Gucken, wer das jetzt versteht. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich sage bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao.